Hallo und schön, dass am Start seid zum neuen Video aus, wie heißt das? Ist ja auch scheißegal, ey. Aber wir bestellen jetzt bei Loco. Mann, ey, ich höre mich an wie der letzte Vollidiot. Das regnet hier wie scheiße, ey, was soll denn die Kacke, Mann? Ich mache im Auto weiter. Also, nee, ich habe keinen Bock, im Auto weiterzumachen. Erst, meine Fresse, das ist das schlechteste Intro, was ich je in meinem Leben gemacht habe, verdammt nochmal. Hallo, lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir werden, wie ihr es gelesen habt, die drei neuen Burger vom guten Rapper Luciano in Augenschein nehmen. Der hat Burger rausgebracht mit Loco Chicken. Loco Chicken, wer es nicht kennt, Ghost Kitchen Prinzip, liefert seine Produkte an irgendwelche random Restaurants, Lieferservice und die bringen seine Produkte an den Mann. Generell, für die, die nicht im Game sind, Lucianos Produkt ist sehr schwankend. Spiegeln alle Tests im Internet wieder, Maß geil, mal nicht. Auch meine Tests, einmal wirklich stabil gewesen, beim anderen Test Totalausfall. Also die Qualität lässt ein bisschen auf sich warten, oft fehlt auch mal was. Wir werden heute zwei coole Sachen noch machen. Wir werden das Ganze vergleichen mit KFC. Wir bestellen auch bei KFC, gucken mit konkurrenzfähigen Produkt, ob das mithalten kann. Und wir bestellen auch noch mal die Wings von damals, die sehr schwankend waren, was auch daran liegt, dass sie das Gewürz immer im Nachhinein drauf machen. Mal ist da voll viel Power, mal gar keine Power. Wir gucken uns das an. Wir bestellen direkt jetzt die drei neuen Burger. Schon so wieder so beschissenes Wetter, ey. Ich will doch einfach nur bestellen und ich wollte draußen eine Aufnahme machen. Jetzt hagelt das. Eben war Sonnenschein, T-Shirt-Wetter. Meine Penny-Tüte ist am Start. Bin heute echt kaputt. Ich weiß nicht, man sieht es mir vielleicht an, aber ich habe wenig gepennt. Wir gehen direkt rein. Wir gehen... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe jetzt so schön wieder Scheiß gemacht. Was machen wir denn jetzt hier? Park. Platz. Wir bestellen übrigens bei Uber Eats, da könnt ihr mit dem Code HOLLE 2x10 € auf die ersten beiden Bestellungen absahnen, die euch abgezogen werden von eurer Bestellung. Ab 20 € Mindestbestellwert für Neukunden und los geht's. Also, drei Burger gibt es. Was ist Nummer 1? Loco Burger Menü. Auch komisch, man kann den einen nur im Menü bestellen. Keine Ahnung warum. Das ist der Barbecue Bacon. Das Crispy Fries dazu jetzt einfach mal Harissa Mayo fertig aus in den Warenkorb. So, da stand irgendwie keine Beschreibung. Wir nehmen noch den Jalapeno Burger. Soft Burger Bun. Dripped mit 2x Garlic Cheese Filets. Cheddar Slices, Creamy Cheese Sauce, Harissa Mayo und Jalapenos. In den Warenkorb, mein Lieber. Rein damit. Und noch den normalen Cheeseburger. Rinder in den Warenkorb. So, wir haben alle Burger drin. Und jetzt noch die Loco Wings Box. Haben die Preise aber, glaube ich, angepasst, ja? Ne? 8,95 Box. Am Anfang haben 3 Stück 6 € gekostet. Haben sich alle sehr über den Preis aufgeregt. Original, wir nehmen Hot Chili Flavor mal einfach in den Warenkorb. Wir gucken, was wir zahlen zum Schluss. Man kann auch im Geschäft hier direkt anrufen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Wenn irgendwas nicht stimmt, ist hier gleich ein Button. Bin sehr gespannt, Mann. Vor allem auch die Wings. Die haben wirklich einmal wirklich stabil. Und dann haben die dieses Gewürz, was die mal viel drauf machen, mal nicht. Und das kann echt voll einscheißen. Wir bestellen es noch eben schnell bei KFC. Vielleicht nehme ich das hier gar nicht auf. Mal gucken. Sehen wir gleich. Alter Schwede, ey, das ist hier aber auch nicht normal. Viel Spaß bei Runde 1 mit den Wings. Es geht direkt los. Die sahen mit sehr viel Würze aus. Ich hoffe, die sind nicht überwürzt. Eieiei. Nee, geht eigentlich. Aber manche so, manche so. Sieht auch so aus, als wenn die nicht ganz kross, beziehungsweise kaum gewürzt. Hier ist voll viel drauf. Also man sieht es ja schon. Hälfte gewürzt, Hälfte nicht gewürzt. Oh, ist aber auch tatsächlich, auf denen ist viel zu viel drauf. Das Gewürz ist wirklich so ein Standard-Gewürz. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie auf Pommes, aber es ist so eine Fertig-Gewürzmischung. Könnten auf Pommes gehen, ja, so ein Hybrid zwischen Pommes und irgendwas anderem. Einen kleinen Touch auch von dem Garlic-Gewürz, was sie auch haben. Die haben ja auch Garlic-Cheese-Wings. Entweder da haben sie da außerdem was drauf gemacht. Oder das Gewürz hat auch so einen Touch. Ist auf jeden Fall Knoblauch aber drin. Eins muss man denen lassen, sehr saftig. Sehr saftig von innen, aber direkt eingeschissen. Macht doch überall gleich Gewürz drauf. Bisschen Feingefühl, probier mal vorher. Aber das... Das ist auf jeden Fall nicht nur diese Spicy-Geschichte. Da ist dieses Garlic-Cheese mit bei. Die ich ja sehr feier vom Grundflavor. Sehr saftig. War wirklich gnadenlos überwürzt. Die haben jetzt weniger abbekommen. Wie sind die? Panade, relativ knusprig. Ist an sich wirklich ein stabiles Grundprodukt, was einfach
nicht gut umgesetzt ist. Hier seht ihr auch wieder, todesviel Gewürz. Und da habt ihr eben einen gesehen, da war gar nichts drauf. Hier ist von der Seite zum Beispiel nichts. Ein bisschen Feingefühl, Liebe, gebt euch Mühe, wenn ihr das macht. Finde ich auch so ein Konzept gegenüber nicht fair. Da steckt ja auch eine Person hinter. Okay, kann man jetzt unterstellen, wollt ihr alle nur Geld machen. Ist alles rein Interpretation. Aber trotzdem kommt ein Restaurant, ich gehe von aus, dass die mein Produkt gut verkaufen. Jetzt sagen alle scheiß Luciano. Aber naja, eure Meinung dazu in den Kommentaren ist gefragt. Ich muss jetzt nachdenken. Ich habe keinen Bock nachzudenken. Aber gut ist die Umsetzung nicht. Und da ist das Restaurant im großen Maße dann schuld. Und das nicht ausgeklügelte Konzept. Mit Gewürz hinterher drauf machen, zu viele Fehlerquellen. Hätte ich anders gemacht. Definitiv falsches Gewürz draufkommen. Das ist Garlic Cheese. Mit Schärfe. Wahrscheinlich gemerkt, falsches drauf gemacht, das nächste genommen, hinterher. Sehr solides Grundprodukt, aber wieder katastrophal umgesetzt. Wir gehen in Runde 1 mit dem ersten Burger. Nehmen wir mal erstmal den hier. Runde 1. Oha, sieht sehr trocken aus. Guckt euch das mal an. Sehr, sehr trocken, leicht gelblich. Man sieht das Brioche. Okay, das ist der Jalapeno. Man sieht den Käse. Boah, nicht richtig geschmolzen. Ich glaube, jetzt auch wirklich nicht gut umgesetzt. Okay, ganz frei raus. Ihr wisst, das mache ich immer. Was schmecke ich? Die Abfolge. Erstmal ein Schmelzkäse, der ganz standard schmeckt wie, man muss leider sagen, auf einem Billigburger. Ob das ein Mikrowellenburger ist oder ein günstig Burger aus dem Imbiss, da hätte man einfach einen besseren Käse wählen können. Dann kommt das knackige Chicken, die gute Panade. Es ist wirklich auch in diesem Fall stabil. Ah, Lieferung, KFC, ne? KFC nebenbei gekommen, können wir direkt den Vergleich machen. Also, das normale Chicken von denen. Stabile Panade, wirklich stabil, knackig, clean im Geschmack, gutes Chicken. Dann die Jalapenos hinterher. Bun auch eher Standard, günstig, Bun-Charakter, wie man es kennt, wie man schon oft gegessen hat. Fehlt ein bisschen das Burger-Feeling auch. Hat so ein bisschen Milchbrötchen-Charakter. Nicht zu diesem Burger, wirklich ein Burger-Bun-Style. Man merkt die flüssige Soße, geht klar, die Burgersoße. Das ist für mich ein klassischer Lieferservice-Burger, bevor die Zeiten kamen. Das ist wirklich richtig stabile, geile Burger, wie in Hamburg bei Dulz oder so. Die kannst du bestellen. Ganz stabile Burger. Kann ich nur jedem empfehlen. Kann endlich weitere Beispiele nennen. Und bevor diese Welle kam mit den geilen Burgern, was ja auch gar nicht so alt ist, da gab es nur so eine Standard-Lieferservice-Burger. Das ist das, was es früher nur gab und es ist nicht das Beste. Nächster Burger, den direkten Vergleich mit KFC und dennoch den letzten Burger. Viel Spaß bei Runde 2. Die Sonne geht auf, wenn ich den Burger aufmache. Oh, das ist eine wilde Szene gewesen. Guck mal, so mit eingelegten Zwiebeln. Sieht stabil aus. Optisch kannst du nicht meckern. Wenn du den kriegst im Vergleich zu dem eben, bist du schon angetan. Erster Gedanke wäre dann, oh Luciano, hast du ja mal was einfallen lassen. Ingwer drauf, ich glaub's ja nicht. Vielleicht waren die in den Ingwer eingelegt, die Zwiebeln. Dezenter Ketchup, Knack von den Zwiebeln. Sehr präsenter Ingwer. Jetzt kommt der Käse reingeschossen. In der Kombi kommt der Käse gar nicht mehr wie ein Billigkäse rüber. Geht unter, vermische ich mit den anderen Zutaten. Hier ein stinknormaler Käse. Eine Einzelform, wo nicht so viele Zutaten sind. Schlechte Wahl für den Burger gewesen. Deftige Süße. Gewöhnlicher Ketchup, vielleicht eine ganz dezente Knoblauchnote. Für mich der Burger hatte wenigstens was Besonderes, nicht mehr diesen Billig-Burger-Charakter. Was heißt nicht mehr? Es war abgelenkt auch durch diese neuen Eindrücke vom Ingwer. Ketchup bin ich auch nicht so der Fan von. Ich finde, es ist was Neues gemacht worden, aber nicht ausgeklügelt. Also das ist nichts, wo du denkst, boah, das ist die Wucht mit diesen Ingwer. Neu ist immer das eine, ausgeklügelt und passend ist dann wieder das andere. Das ist einfach irgendwie was anderes, aber es ist jetzt nicht komplett schlecht, keine Frage. Aber es ist nicht so, wo du denkst, boah, das hat auf dem Burgermarkt gefehlt, wisst ihr? Direkter Vergleich mit KFC, den holen wir mal eben raus, den Burger. Gucken, ob der Colonel enttäuscht. Man sieht auch schon direkt hier dieses sapschige Feeling vom Bun. Scheint so zu sein, fühlt sich etwas klobig gerade an. Da ist der Kollege, gerade ein bisschen runtergeglitten. Ist dieses typische KFC bzw. auch McDonald's, Burger King Vibes. Typisches Bun, es ist das, was du erwartest, wenn du zu den üblichen Verdächtigen gehst. Aber, boah, ich denke mich nochmal eben rein. Typische Mayo, leichtes rauchiges Feeling. Das ist wie beim Chicken Burger. Dieses Mayo-Feeling mit dem Chicken matcht einfach. Es funktioniert. Wenn du das direkt aneinander stellst mit so einem Cheeseburger mit Ingwer-Feeling und einem Käse, der in dem Fall ein bisschen besser gepunktet hat, im anderen Fall ein bisschen weniger, ist das die bessere Wahl, Leute. Keine Frage, es ist einfach die bessere Wahl.
das Chicken bei Loco Chicken. Das andere für sich besser, Panade, besser, knackiger. Wahrscheinlich sogar, oh, ich weiß nicht, ob saftiger, aber hier das Gesamtzusammenspiel im Burger einfach besser. Das ist so ein Burger, kann ich mir vorstellen, typische Fastfood-Fans und dazu ziehe ich McDonald's, Burger King und KFC. Wird es bestimmt Liebhaber geben. Ist kein guter Burger, aber er ist besser als der von Loco Chicken. Und jetzt noch der Barbecue-Burger von Luciano. Viel Spaß bei Runde 3. Mit Schinken auch noch drauf. Da sieht man die Barbecue-Soße schon an der Seite. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, mit diesem Schinken. Ich hätte jetzt mit so einem normalen Rinderschinken gerechnet, wie man ihn kennt von der Farbgebung. Das lacht mich jetzt nicht so an. Aus so wie aus dem Wurstregal einfach mal Wurst draufgelegt. Naja, geht direkt rein. Das sind ja, soweit ich weiß, Halal-Produkte. Könnte auch original vom deutschen Fleischer oder auch in irgendeinem rustikalen Bäckerstand oder so belegtes Brötchen mit brauchigen Schinken sein. Kommt voll in den belegten Brötchencharakter. Ist aber tatsächlich mal was anderes. Ist, finde ich, auch gut stimmig, aber nicht so Burger-like. Ganz verrückte Schärfe, die hinterherkommt. Das Meer steht recht ruhig. Und dann auf einmal, bam, kommt so eine leichte Schärfe rein, aber so unerwartet hintenrum. Und eine andere Schärfe, so eine Curry-Schärfe irgendwie. Extremer Soßenkick zum Schluss, extrem süß auch. Kam das Bun mit einer Butterigkeit und Matschigkeit noch mal rein. Positiver Punkt. Aber diese Rauchnote, leider auch wieder einen qualitativ nicht so starken Eindruck. Weil die Rauchnote ist, wie es also tatsächlich irgendeinen günstigen Schinken kaufst mit so einem Standard-Rauchgeschmack. So ein Raucharoma ist das da drin. Soße schmeckt einfach Standard. Geht ein bisschen ins Ketchup-mäßige noch über. Mischung aus Ketchup und Barbecue. Oh, ich hab meine Jacke voll gesoffen, Sohn. Nein, ey. Ich war gerade bei Reinigung. Ich dreh durch. Mann, ey. Womit habe ich das verdient? Verdammt, ey, auf dem letzten Meter noch Scheiße gebaut, Alter. Wir gehen ab zur Bewertung. Snacken dabei noch ein, zwei Pommes. Und Gutes. Loco Chicken super knackig, obwohl die da jetzt schon einen Moment lagen. Lustig, hier haben sie doch so eine Dinger bei KFC versteckt. Hab ich gar nicht bestellt. War, glaube ich, keine Absicht. Boah, Katastrophe, die Pommes bei KFC. Loco Chicken echt richtig stabil, die Pommes. Ganz knackig immer noch. Props an Loco Chicken. Klarer Gewinner bei Pommes. Boah, Bewertung, Leute, ja. Boah, das ist Unterteil von meinem Sohn. Body nennt sich das. Warum habe ich eine Windel von meinem Sohn im Auto? Lass mich in mich gehen. Also Wings nach wie vor einigermaßen stabil, auch wenn zu viel Würze, aber die sind saftig, die haben gute Grundsubstanz, eine gute Basis, auch wenn versaut wurde. Wenn nicht versaut werden, deutlich. Oh, warum fällt mich an mir vorbei? Ich dummer Vollidiot, Mann. Was ist denn heute schon wieder los mit mir? Was war da los, ey? Wie kommt man auf sowas? 5,8. 5,8. Erster Burger. Das war der Jalapeno. Kannst nicht mehr als 5 geben. Klare 5 von 10. Zweiter Burger, der mit Ingwer. Kannst du eine 5,4 geben? Eine 5,4 kannst du geben. Im direkten Vergleich zum KFC-Burger, der wirklich einigermaßen stabil ist. Eine 6 kannst du raushauen für den KFC-Burger. Das ist schon in Ordnung. Burger 3 von Luciano. Ach, so um eine 5,4 rum. Lass es eine 5,4 sein. Mehr kannst du halt nicht geben. Pommes waren stabil. Für Lieferpommes war das eine 8 von 10. Wahrscheinlich sogar mehr. Also die waren echt sehr stabil. So lagen da im Moment noch im Kofferraum. Kannst fast nach 5 geben. Kurzes, knackiges Video. Heute aufgenommen, morgen kommt das schon. Ich habe das gesehen und direkt umgesetzt. Kuss geht raus an euch alle. Lasst gerne den Daumen oben scheppern und Kommentar da. Gerade auch für die Leute, die jetzt mal Loco Chicken probieren konnten, was ihr generell zum kompletten Produkt sagt, würde mich sehr interessieren. Schreibt mir die Kommentare voll. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.